Nach einem runden Tisch mit Milchschaffbauern aus der Region besuchte die Delegation auch das Liederbüro in Waldhausen im Strudengau. Weiter ging es dann nach Allerheiligen zu einem Betriebsbesuch zu den UP-Umweltpionieren. Beim Weinbau Gmeiner im Berg gab es zum Abschluss eine Pressekonferenz zum Thema Liederbilanz 2007 bis 2013. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass sich diese Periode schon langsam dem Ende zuneigt. Von den Projekten, die ganzen Zahlen sind drinnen. Wir sind froh, dass mehr als 100 Projekte im Bezirk sind und dass wir jetzt bei einer Fördersumme eigentlich bei rund oder schon knapp 8 Millionen Euro sind. Von den Arbeitsplätzen, die geschaffen worden sind, und vor allem auch gesichert worden sind, glaube ich, sieht man auch, dass die Liedermittel gut eingesetzt sind. Aber im Wesentlichen geht es, glaube ich, jetzt einmal um deine Ausführungen, Herr Landesrat. Du bist da auch zuständig, darf ich dich bitten um deine Worte. Gut, ich sage auch mal einen herzlichen Willkommensgruß an die Medien. Ich bedanke mich, dass ich im Hause Gmeiner jetzt sein darf und die, was mich begleiten, wurden schon genannt. Du bist im guten Umfeld. Inzwischen haben wir 11 Weinbaubetriebe in Oberösterreich. Zu weitergeht, können wir bald mal einen Weinbauverband gründen. Freue mich schon. Also in dieser Dimension weitergehen kann. Man kennt das und das ist vielleicht die positive Auswirkung des Klimawandels, dass wir ja die Niederschläge haben und inzwischen auch wieder die Wärmesummen, die wir wahrscheinlich in den vergangenen Jahrhunderten schon mal gehabt haben, weil wir wissen, dass in Oberösterreich Weinbau durch die oder seit der Römerzeit ja immer wieder durch Funde auch bestätigt wird. Ja, ich darf kurz einleiten, bevor ich dann den Obmann und oder auch dem Geschäftsführer das Wort gebe. Ich mache jetzt in allen Bezirken diese Pressekonferenzen. Es hat ja die Europäische Union immer wieder ein leichtes Darstellungsproblem. Es will zwar niemand die offenen Grenzen missen, ich glaube wirklich nicht, dass es jemand gibt, der was den Euro nicht mehr haben möchte, wenn man vor allem international unterwegs ist, aber trotzdem ist die Stimmungslage gegenüber Europa tendenziell und auch in Österreich eher negativ. Vielleicht kommt es auch dadurch, weil es jetzt zum Teil verkehrt dargestellt wird, was wirklich Europa bewirkt hat, vor allem in Oberösterreich. Bei uns hängt jeder zweite Arbeitsplatz inzwischen mit Europa zusammen. Jeder zweite Arbeitsplatz geht in Export. Das heißt, ohne Europa würde Österreich ganz anders dastehen, wie wir derzeit dastehen. Und wo es wirklich spürbar wird, und da möchte ich das auch gemeinsam mit den Funktionären und der Geschäftsführung vor den Foren holen, spürbar wird es eindeutig bei den Liederprojekten. Und Europa hat da seit dieser Installierung dieser Programme eindeutig ein Zeichen gesetzt, dass sie sagt, das sind eigentlich nicht die politischen Grenzen, die Grenzen, wo sich Menschen wiederfinden sollten, sondern es sind die regionalen, die typischen, wo sie in der Vergangenheit stark waren. Und das möchte man wieder unterstützen und fördern mit öffentlichen Geldern. Und warum auch Lieder, weil wir jetzt gerade bei einem Betrieb waren, so gut funktioniert und eine so große Nachhaltigkeit hat? Weil es einen ganz wichtigen Ansatz hat. Es gibt keine einzige 100% Förderung. Das heißt, jeder, der um ein Projekt ansucht, muss selber Eigenkapital dort haben. Natürlich zu unterschiedlichen Prozentsätzen. Und damit ist sichergestellt, dass das öffentliche Geld viel nachhaltiger wirkt, egal ob das eine Kultur, ein Tourismus, ein Landwirtschaft oder ein Gewerbeprojekt ist. Das ist damit sichergestellt. Das heißt, der Europa sagt, wir stoßen an. Ihr müsst euch selber überlegen, was braucht es. Wir stoßen an, ihr findet es jetzt mit und dann wissen wir, dass das auch läuft. Und das hat vor allem hier im Strudengau in der laufenden Periode, wir sind noch nicht ganz fertig, sehr, sehr gut funktioniert. Also es gibt viele kreative Menschen in Oberösterreich, die können mit allen möglichen Ideen, und das ist auch ein Riesenvorteil, ja zur Geschäftsstelle kommen. Und der Geschäftsführer ist dann bemüht, dass er das so einwertet in die verschiedenen Programme, damit es auch eine Unterstützungsmöglichkeit gibt. Und dieser Spielraum, und das ist eigentlich das Schöne für alle jene Regionen, die sie wieder bewerben werden, das wird in der neuen Periode noch viel größer. Das heißt, zukünftig müssen sie zwar den Finanzrahmen auch für die Periode bereits jetzt in Verantwortung nehmen und eine Finanzaufstellung für die Einreichung machen, aber damit ist im Nachhinein sichergestellt, dass sehr viele Gelder völlig eigenständig von der Liederregion vergeben werden können. Das heißt, es ist nicht mehr so, wie es derzeit ist, das werden zukünftig Multifondtöpfe, heißt das. Das heißt, derzeit ist so, für Kultur stehen halt Hausnummer 3 Millionen zur Verfügung und das erledigt ist, ist Kultur
Geld erledigt. Das ist zukünftig anders. Man würde sagen, unser Schwerpunkt ist zum Beispiel Energiewertgewinnung und 70% möchten wir als LIDA-Region da reinstecken, dann können sie das machen. Es gibt keine Deckelung mehr in diesem Bereich. Sie haben zwar ein Gesamtvolumen, aber die Deckelung in den einzelnen Bereichen kann sich jede LIDA-Organisation selbst machen. Das heißt, es gibt einen höheren Spielraum. Jetzt würde ich mir das so werten, weil man draufkommt, weil immer auch wieder gesprochen wird, die EU ist zu zentralistisch, wenn man draufkommt, dass man eigentlich den Regionen mehr Verantwortung auch geben kann und dort eindeutig das Geld besser eingesetzt wird, als wenn man es zentral gesteuert irgendwo, das in Brüssel, aus österreichischer Sicht oder in Wien, dann vollzogen wird. Was sich eindeutig positiv auch herausstellt aus dem gesamten Programm, dass 590 Arbeitsplätze wurden in dieser Periode neu geschaffen und es wurden 3000 gesichert. Also es ist eindeutig auch ein Zeichen für die Arbeitsmarktsituation in den ländlichen Gebieten. Und allein das Volumen, das bewegt wurde mit 83 Millionen an Förderungen für knapp 1700 Projekte, also da sieht man schon, welche Kraft da in den ländlichen Regionen drinnen steckt und die würden wir natürlich auch zukünftig für dieses Programm abholen. Ja, wir wissen, es wird in der Zukunft nicht mehr so viele Regionen geben. Eine hat sich schon aufgelöst, die Vöcklerager im Bezirk Vöcklerbruck. Da haben einstimmig alle Gemeinden gesagt, bei uns ist das eigentlich nicht interessant, wir brauchen das nicht. Die haben viel Tourismus, der sehr gut läuft, sie haben gute landwirtschaftliche Betriebe. Also die haben einfach die Notwendigkeit nicht mehr gesehen. Einige Gemeinden daraus werden sich woanders anschließen. Und sonst werden wir sehen, wie die Bewerbungen ablaufen. Aufgrund des Anforderungspotenzials für die neue Periode wird natürlich die Bewerbung etwas intensiver zu machen sein, wird auch einer strengeren Jury unterzogen, um sicherzugehen, dass wirklich jene Regionen auch gefördert werden und das sieht jetzt eher positiv, die auch die Unterstützung mit öffentlichen Geldmitteln brauchen. Also das ist so der Bogen, wie LIDA in Zukunft funktionieren sollte. Das hier ist ein sehr gelungenes LIDA-Projekt hier beim Mainbau Gmeiner, wo sichtbar wird, dass die Europäische Union schon ein sehr, sehr hohes Interesse hat, dass sich auch zukünftig die ländlichen Regionen entwickeln. Und das steckt eigentlich dahinter. Das heißt, hier wird schon versucht, dass man durch den Anstoß, durch öffentliche Fördermittel, die Menschen dazu bringt, zu überlegen, was brauchen wir in der Region. Und aus meiner Sicht noch viel wichtiger, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Traditionen im positiven Sinne wieder verstärkt auch in die Regionen kommen müssen. Denn die Traditionen sind ja durch ein Lebensgestehen, durch ein Lebensgefühl bei den Menschen entstanden. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und darum glaube ich, dass diese Besinnung auf dessen, was in der Region stark ist, was in der Region gut war in der Vergangenheit, auch zukünftig wieder sehr, sehr gut sein kann, wenn wir den Drang zur Regionalität insgesamt jetzt deutlich feststellen. Und das hat jetzt nichts nur mit den Lebensmitteln zu tun, sondern da geht es inzwischen wieder, wir haben erhöhtes Engagement im Ehrenamt, interessanterweise. Wir haben glaubt, das wird gar. Wir haben erhöhtes Engagement. Das heißt, die Menschen wollen sich wieder ins Gesellschaftsleben einbringen und da ist der Regionalitätsfaktor auf allen Ebenen anzusetzen. Daher ist dieses LIDA-Programm auch so erfolgreich und darf jetzt bitten, was denn besser macht, wer durch den Strudengau uns führt. Durch den Strudengau, danke, Herr lieber Max. Durch den Strudengau wird dann der Manfred führen, aus einem ganz einfachen Grund. Einfach im Grund, die Arbeit geschieht im Wesentlichen im Büro und es ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Geschäftsstelle und alle Funktionäre. Aber in der täglichen Arbeit ist in Wirklichkeit das Büro, sprich Manfred Hinterndorfer und Alexander Leonardsberger drinnen. Bitte Manfred, dass du ein paar Sätze zu unserer Region sagst. Ja, sehr gerne. Es ist wirklich eine Freude, in so einer aktiven Region mit so vielen aktiven Menschen zu arbeiten. Dieser Erfolg, diese vielen Projekte, die was umgesetzt worden sind, das liegt sicher am allerwenigsten am Management, am LIDA-Büro, sondern an diesen Akteuren, die was sich wo drüber trauen, die was ein Geld in die Hand nehmen und die dafür auch dann einen gewissen Beitrag an Förderung kriegen, eine Anschubförderung. Ja, zu den einzelnen Projekten, ich glaube, ich brauche es jetzt nicht unbedingt vortragen, ich habe kein Heftel bei der Hand, aber Klaus, wenn du es nur... Ich gebe dir gar keinen, weil sonst verstrickst du den Einzelprojekt. Genau. Also, ich glaube, ich habe die Uli eins gekriegt, es ist ganz bunt gemischt. Von Landwirtschaft über Bioenergie, über Kultur, über Tourismus, sehr viele gemeindeübergreifende Projekte, auch manche auch regionsübergreifend. Also es ist wirklich ein bunter Mix an LIDA-Mitteln, der hier zum Einsatz gekommen ist. Ein paar Worte vielleicht noch zur Vorbereitung für die neue Periode. Wir sind da schon mittendrin. Wir haben Anfang des Jahres mit Expertengesprächen angefangen in allen Gemeinden. Die
Gemeinden, die 18 Gemeinden, die also jetzt dabei waren, haben das alle im Gemeinderat auch schon beschlossen, dass sie bis 2020 wieder LIDA-Gemeinde sein möchten, LIDA-Region Strudengau sein möchten. Dann haben wir 5 Zukunftsworkshops durchgeführt zu den Hauptthemen Nahversorgung, Wirtschaft, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft und natürlich auch Energie. Und jetzt am 4. November haben wir das alles zusammengeführt in Form einer Zukunftswerkstatt, ein Einladungskreis oder ein Beteiligungskreis von über 500 Personen, die wir da jeweils einladen zu diesen Veranstaltungen, die sich einerseits selber gemeldet haben oder eben von den Gemeinden nominiert wurden. Und ja, so werden wir also die nächsten Wochen und Monate das Ganze dann auch verschriftlichen und uns dann im Frühling als LIDA-Region wieder bewerben, mit natürlich der Hoffnung, auch den Zuschlag wieder zu bekommen. Gut, danke. Schönen Dank, Manfred.